Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Hier könnt ihr meine Petersilie sehen, die überwintert gerade. Keine Sorge, die kommt wieder, da freue ich mich auch schon drauf. Oder soll ich mich da vielleicht gar nicht drauf freuen? Denn Petersilie ist zur Giftpflanze des jungen Jahres 2023 gewählt worden. Muss ich mir da jetzt Sorgen machen? Wie und warum Petersilie giftig sein kann, das erkläre ich euch jetzt. Ja, Giftpflanze des Jahres 2023, das hört sich natürlich erstmal dramatisch an. Warum es das geworden ist, kann ich euch auch gar nicht so sagen. Es gibt Pflanzen, die sind wesentlich giftiger als Petersilie. Ja, ihr könnt natürlich nach wie vor eure Petersilie anbauen, diese dann auch nach dem Anbau ernten. Ihr müsst eben nur rechtzeitig eure Petersilie ernten, denn ihr dürft die Petersilie nicht mehr ernten, sobald diese geblüht hat. Der richtige Erntezeitpunkt für die Petersilie ist daher zwischen Juni und Juli. Kritisch wird es dann, wenn die Petersilie beginnt zu blühen. Dann bildet sich nämlich das giftige Apiol. Dieser Giftstoff kann allergische Reaktionen auslösen. Eine zu starke Dosis kann zum Beispiel zu Leberschäden oder Nierenschäden führen. Und sind dann nicht nur die Blüten giftig, sondern auch die anderen Teile der Pflanzen enthalten dann einen sehr hohen Apiolgehalt. Aufgrund dieses hohen Apiolgehalts wurden zum Beispiel im Mittelalter damals Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen durch eben diese Petersilienpflanzenteile. Und deshalb sollten gerade schwangere Frauen vorsichtig sein mit Petersilie, die bereits geblüht hat. Wenn die Petersilie erstmal blüht, dann lasst die Pflanze ruhen. Es bilden sich dann Samen aus. Aus diesen Samen könnt ihr dann wieder eine neue Pflanze ziehen oder ihr überwintert die Pflanze dann eben entsprechend so, wie ich das auch mache. Um zu verhindern, dass die Petersilie blüht und ungenießbar wird, sollte man Petersilie rechtzeitig ernten. Das ist möglich, sobald mindestens 3 Blätter an der Pflanze sind und dann schneidet man diese kurz über den Boden ab. Und der restliche Stängel, der dann noch da ist, der bildet dann neue Blätter aus. Also ich freue mich, wenn hier wieder alles sprießt und werde dann eben entsprechend meine Petersilie rechtzeitig ernten, damit ich eben keine Nebengeräusche habe. Ich bin nicht so der empfindliche Typ, aber bei manch einem kann das ja vielleicht so sein. Und ja, Bauchschmerzen und sowas brauche ich auch nicht. Ich hoffe, dass das Video informativ war. Wenn ja, Daumen nach oben. Bis dann, euer MacPaverick.